Einen schönen guten Abend, liebe Menschen. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich hier in der Freien Akademie der Künste. Alle, die hier im Raum anwesend sind und auch alle lieben Menschen und nicht lieben Menschen, die uns zu Hause zuschauen. Das ist ein Livestream. Wir begrüßen Sie alle. Sehr, sehr schön. Das ist die dritte Veranstaltung in der Reihe Treffen sich zwei, wo jeweils zwei Mitglieder unserer Akademie aus unterschiedlichen Sektionen sich begegnen. Heute Abend ist es Jan Bürger aus der Sektion Literatur. Herzlich willkommen. Und es ist Detlef Glanert aus der Sektion Musik. Und den Ausschlag zum heutigen Abend, wenn man das so sagen darf, hat dieses Buch gegeben, eine Hamburger Kulturgeschichte, die Jan Bürger letztes Jahr vorgelegt hat. Höchstwahrscheinlich haben Sie von dem Buch schon gehört. Die gute Nachricht ist, Sie müssen es lesen. Die bessere Nachricht ist, Stefan Samtleben hinten am Büchertisch hat dieses Buch und andere Werke sowohl von Jan Bürger als auch einige Librettos von Detlef Glanert auch da liegen. Das können Sie alles erwerben. Ja, ich möchte nicht viel mehr sagen, als dass wir außerdem auch noch sehr, sehr herzlich den Pianisten Hubertus Dreyer begrüßen möchten. Schön, dass Sie da sind, der den Abend jetzt gleich eröffnen wird. Und nach dem ersten Stück wird es dann ein Gespräch geben mit Ihnen beiden. Vielen Dank, dass Sie da sind und bis später.
Sie zuerst. Hubertus Dreier. Hubertus Dreier. Super. Hubertus Dreier. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist gar nicht so leicht, weiterzumachen nach diesem starken Eindruck. Und im Moment dachte ich eben, ja, plötzlich ist die Sehnsucht so spürbar, einfach in ein Konzert zu gehen, Sachen zu hören, sich Sachen vorzuspielen, sich tatsächlich zu treffen, miteinander zu reden. Man merkt so, was man in den letzten 2 Jahren alles vermisst hat, und ich hoffe, das geht jetzt noch ein bisschen so weiter und jetzt legen wir einfach los. Gerne. Lieber Detlef Glanert, Musik hat ja den Vorteil gegenüber der Literatur, die ja auch so etwas wie Historisches werden kann oder gegenüber historischen Dokumenten, dass sie immer in dem Moment, wo es aufgeführt wird, reine Gegenwart ist, total präsent. Aber dieses Stück oder die Stücke, die wir gerade gehört haben, die stammen ja aus den 80er Jahren. Wie ist das für Sie selbst, wenn man plötzlich diese Erinnerung hat, die so präsent wird? Ja, also die Stücke sind tatsächlich fast 35 Jahre alt. Und man begegnet sich selbst als junger Mensch. Und das ist ganz erstaunlich erfreulich und ganz erstaunlich erschreckend auch manchmal. Ich war jung, wild, wollte alles und das sofort. Und das hört man diesen Stücken auch noch ein bisschen an, denke ich. Aber ich begleite diese Stücke mit großer Sympathie, weil sie etwas in meiner Laufbahn Neues ausdrücken, was für mich damals sehr wichtig war. Damals. Mhm. Haben sich die ganzen Parameter verschoben. Aber diese Stücke sind ein bedeutender Teil von meiner frühen Jugend, sagen wir mal. Und was ist das Erschreckende dabei? Ach, Herr Bürger, das Erschreckende sind natürlich immer die eigenen Fehler, die man hört. So ist das mit Musik. Also vieles kann ich jetzt besser. Vieles konnte ich damals auch besser. Es ist einerseits das Entzücken über eine überbordende Fantasie und das Erschrecken über bestimmte technische Fehler, weil man es damals nicht besser konnte. Das werden Sie wahrscheinlich nicht gehört haben oder das ist dann eine Selbstkritik, aber ich kann bestimmte Dinge jetzt besser. Es gibt ja von Arno Schmidt so eine schöne Formulierung, Flucht vor dem Werk, wo er den ganzen Ekel beschreibt, was es bedeutet, im Rundfunk als Autor seinen eigenen Text vorzulesen und dann eben tatsächlich die ganzen Defizite zu spüren. Ich selbst muss sagen, ich bin ja noch einen Tick jünger, zum Glück, aber auch nicht so viel. Wenn ich in ältere Sachen reingucke, die wir eben auch gerade in den Hamburger Jahren, so in den 90er Jahren gemacht haben, frühe 90er Jahre, manchmal denke ich, oh Gott, was hast du da eigentlich irgendwie auch, wenn du in eine kleine Öffentlichkeit gebracht? Aber manchmal denke ich auch, verdammt, irgendwie habe ich da teilweise Sachen gemacht, die ich mir heute nicht mehr zutrauen würde. Das ist vielleicht auch das, was Sie meinen mit diesen Größenwahn. Und es sind auch Sachen, wo ich denke, mein Gott,
Eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Und auch diese Unbedarftheit, diese, vielleicht war es auch Naivität, aber einfach etwas eine Behauptung hätte, zu setzen. Ne? Ich hätte die Möglichkeit gehabt, wie jeder Autor, sein Stück auch zurückzuziehen. Mhm. Ne? Aber das, hier finde ich, dass das Positive dem Negative, das Negative überwiegt. Und deshalb habe ich es nicht gemacht. Und ich liebe diese Stücke aus auch ganz privaten Gründen. Die sind alle meinen ehemaligen Studienkameraden gewidmet. Ne? Also 4 Stücke. Ich weiß nicht, ob die Titel abgedruckt worden sind im Programm. Das erste Stück, dieses sehr stille, heißt, wie heißt das nochmal? Ich habe leider das Programm auch nicht. Ich habe eben geguckt. Schweigen. Das zweite Stück Marmormeer. Und das ist inspiriert durch ein surrealistisches Gemälde, was ich im Rijksmuseum gesehen habe. Das dritte heißt Auf Reisen und das vierte Abendland. Und das habe ich meinen 4 Mitstudenten gewidmet. Und das hat sehr persönliche Bezüge und auf sehr prägende Erfahrungen. Und deshalb haben die Stücke eigentlich auch jenseits des musikalischen Werts einen persönlichen Wert. Und deshalb habe ich sie nicht zurückgezogen. Mhm. Und ich höre sie nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich halte Zurückziehen auch für die völlig falsche Strategie, mit dem eigenen Werk umzugehen. Eher fände ich jetzt aufregend. Ich meine, ich bin natürlich Laie, ne? Ich bin Hörer einfach von der Musik. Und als ich mal auf die Idee kam, wir wollten ja was mit dem Buch machen, und auf die Idee kam, dass man Sie vielleicht fragen könnte, wir kannten uns ja nicht, dachte ich natürlich über eine ganz andere Koppel. Ich dachte eigentlich an Ihr aktuelles Werk oder relativ aktuelles Werk. Ich dachte an die Oper Das Holzschiff von vor 10, 11 Jahren uraufgeführt in Nürnberg. Ja. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Und, eine Oper nach Hansenian. Nach Hansenian. Ja. Und Hansenian, der Akademiegründer. Und ich sage immer gern scherzhaft, ich bin irgendwie wider Willen im Inhaltlichen, gar nicht in der Verwaltung der Rechte, aber im Inhaltlichen ein bisschen zu so etwas wie einem Statthalter von Jahren geworden. Also es ist einfach so, ich habe jahrelang versucht, mich dagegen zu wehren, aber es ist immer noch so, dass sehr viele Menschen, die inhaltlich etwas über Jahren wissen wollen, was vielleicht ein bisschen mehr Substanz hat und auch in den Materialien verankert ist, irgendwie anrufen oder eine Mail schreiben. Und ich beantworte das dann immer wieder gern. Und manchmal gibt es so die fantastischen Anfragen, wie zum Beispiel Wolfgang Riem hatte mal geschrieben, als er hier das Stück für die Elbphilharmonie zur Eröffnung schrieb und fragte nach einem ganz kleinen philologischen Detail und ist tatsächlich darauf gestoßen, dass in einem Jahn-Text Fragmente sind von Texten, die nicht von Jahn sind, weil ein anderer Autor damit geschrieben hat. Aha. Und er hat das irgendwie durch den Rhythmus der Sprache gemerkt. Im Falle von Holzschiff war es der Inhalt. Ne? Wie sind Sie denn zu Holzschiff gekommen? Also bei mir ist irgendwie klar, ich hänge da wieder dran. Das war ein Zufallskauf. Das Buch gab es für 1 Euro irgendwo oder 1 Mark. Und ich fand den Titel interessant. Ich kannte Jahn überhaupt noch nicht zu dem Zeitpunkt. Das war aber wirklich in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren. Und habe das Buch gelesen und war vollkommen fasziniert, weil es so eine Closed-Room-Situation ist und gleichzeitig ein Grenzübertritt. Und das Holzschiff ist ja eigentlich der Einleitungsroman vom Fluss ohne Ufer, von diesem Riesenwerk, was er ja nie beendet hat. Und mir erschien die theatralische Qualität des Holzschiffs eminent. Und deshalb hatte ich damals schon entschlossen, dass ich irgendwann später eine Oper draus machen würde. Und das ist dann ein Einakter geworden, der 2010 in Nürnberg uraufgeführt worden ist. In der Tat, als Jahn anfing zu schreiben am Holzschiff, dachte er eigentlich, er hätte einen Filmstoff entdeckt. Ach wirklich? Das war so genau an der Grenze, also zur Etablierung des Nazi-Regimes. Und er dachte irgendwie, vielleicht könnt ihr mit dem Film nochmal irgendwo in diesen Jahren 32, 33, 34 reüssieren. Hat auch tatsächlich ein paar Leuten das vorgeschlagen. Und das sollte dann eine Novelle werden. Und dann wurde es eben Fluss ohne Ufer, dieses Buch, dieses Riesenfragment. Aber interessant ist natürlich auch der Aspekt des Grenzüberschritts, den Sie genannt haben. Also das für die Leute, die das Buch nicht kennen, irgendwann ist ein Teil der Mannschaft dieses Schiffes auf einem ziemlichen Trip heute. Man muss das vielleicht kurz erzählen, für die es nicht kennen. Nicht? Es handelt sich um die Reise eines Segelschiffs übers Meer und weiter nichts. Auf diesem Segelschiff stimmt aber gar nichts. Niemand weiß, was das Schiff geladen hat. Niemand weiß, wer diese komische Mannschaft an Bord ist. Und seltsamerweise fährt der sogenannte Supercargo auch noch mit, der scheinbar Funksprüche von geheimnisvollen Sendern empfängt. Und es gibt auch blinde Passagiere an Bord. Und all diese Konglomeration von Unsicherheiten und wachsender Spannung führt zu einer Revolte der Mannschaft und endet mit dem Sinken des Schiffes. Und das ist eigentlich der Einleitungsbeginn für den Haupthelden von Fluss ohne Ufer, Toutain, der
damit seine Lebensreise beginnt, mit diesem gesunkenen Schiff. Und das ist eigentlich der ausfabulierte Grenzübertritt, den Jan in diesem Roman gestaltet hat, der übrigens optisch fantastisch ist. Und vielleicht merkt man da die Drehbuchqualitäten noch. Ja, und es ist durchaus, es gibt so einen Eintritt ins Unheimliche, der am Anfang relativ schleichend kommt. Also am Anfang findet man schon die Bauweise des Schiffes, eben auch aus Holz, bewusst anachronistisch in Metallschiffzeiten, ja, sozusagen ein Holzschiff, findet man schon ein bisschen spooky, aber dann gibt es vor allen Dingen eine Szene, die wirklich bizarr ist. Da ist dann Gustav Andreas Horn, der später der Aufzeichnende wird in den späteren Romanen, bezieht als blinder Passagier, aber als Verlobter der Tochter des Kapitäns, bezieht dann doch eine Kajüte als blinder Passagier, weil er nun mal auf dem Schiff ist, und dann will er seinen Koffer unter das Bett schieben und dann ist der Koffer weg. Ja. Also es gibt immer so komische Abgründe. Das Schiff ist voll mit seltsamen Röhren und Türen, die ins Nichts führen. Ja, ja. Und er merkt auch, indem er die Decks vermisst, dass da irgendwie Zwischenräume sind, die da nicht hingehören. Und dieses Schiff ist ein einziges Geheimnis. Man muss vielleicht noch ergänzen, es gibt zwei Helden, diesen Gustav Andreas Horn und den Matrosen Toutain, den er dort kennenlernt, der ein Mörder ist. Ne? Man weiß es nicht so genau. Möglicherweise ist auch Andreas der Mörder, aber wir wollen nicht nur über Jan sprechen. Interessanter finde ich, wir haben ja auch ein bisschen... Wenn ich das noch anfügen darf, Herr Jan Bürger, diese beiden Männer beginnen dann ihre Lebensreise. Am Ende dieses Romans, wo das Schiff untergeht, beginnt im Grunde der Hauptroman Fluss ohne Ufer. Ja, und das ist auch ein großer homosexueller Roman, muss man sagen, ja, was ja in der Zeit durchaus mutig war. Ja. Vielleicht sogar ich glaube, es ist einer der interessantesten homosexuellen Romane überhaupt in der deutschen Literatur. Ganz bestimmt, ja. Das würde ich schon sagen. Und er ist nicht nur interessant, weil er ist ein homosexueller, homosexuelle Liebe ist, es ist auch ein großes Buch über die Liebe an sich und irgendwie Schluss mit den ganzen Kategorien. Es ist ein Buch über den Grenzübertritt, so habe ich das für mich selbst immer interpretiert, über der gewollte Grenzübertritt, und das war das Spannende an dem Roman. Mhm. Aber ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Wenn ich jetzt die frühen Stücke von Ihnen gehört habe und ich habe Sie kennengelernt als Opernkomponist, als jemand, der auch Opern schreibt, auch jetzt die neuere Ozeane, das sind ja doch sehr große Formen. Ne? Also das Holzschiff ist noch ein Einakter, aber das ist tatsächlich ja auch großes Orchester, große Besetzung. In der frühen Klaviermusik, in dieser ganzen Fülle, auch in der, ja, durchaus... Es ist ja auch brachial, es ist laut, ja, es ist voll, es werden im Grunde, die Tastatur wird voll genutzt, es wird eigentlich kaum ein Register des Flügels wird nicht genutzt, außer dass vielleicht im Flügel gespielt wird oder sehr leise gespielt wird. Ne? Mhm. Sehen Sie da auch schon so diese Tendenz zu dieser großen Form? Hatten Sie das schon, als Sie angefangen haben? Immer schon, denn mein Wunsch war es schon als Kind, dass ich Opern schreiben wollte. Echt? Und ich musste tatsächlich komponieren lernen, um das tun zu können. Also das war sozusagen der Zwang. Ich habe eine Oper angefangen, als ich sehr klein war. Da bin ich natürlich über die erste Seite nie hinausgekommen, weil ich nicht wusste, wie das geht. Und deshalb dieser Umweg über das Kompositionsstudium und meine ganze Fantasie, meine musikalische Fantasie ist theatral geprägt, was man in diesen Stücken vielleicht sogar auch hört. Mhm. Und meine gesamte Instrumentalmusik besteht bis heute aus Szenen, aus Auftritten, aus Abtritten von Instrumenten, Zuständen, Fantasien und so weiter. Also das Theater spielt bei mir eine Riesenrolle. Mhm. Das ist evident und wichtig. Das ist ganz interessant. Bleiben wir vielleicht doch einen Moment bei Jan, um in die allgemeinere Hamburger Kulturgeschichte einzusteigen. Also Jan war ja eben nicht nur Schriftsteller, sondern Orgelbauer oder Orgelarchitekt, wie er gesagt hat. Er war Autodidakt, genauso wie er in anderen Fächern Autodidakt war. Seine Großtat war, verkürzt gesagt, die Rettung der Jakobi-Orgel, der Abschnittger-Orgel in St. Jakobi, die ja, würde ich sagen, doch vielleicht das bedeutendste musikalische Monument ist, was diese Stadt zu bieten hat. Jan hat sicherlich viel falsch gemacht. Also er hat dann nachher Orgelbau mit seinem Freund Gottlieb Harms beim Renovieren dieser Orgel gelernt. Er hat sicherlich dort auch Fehler gemacht, auch Fehler, die ihm bei der neueren Renovierung manchmal vorgeworfen wurden, wobei wiederum nicht reflektiert wurde, dass die Orgel natürlich im Zweiten Weltkrieg eingelagert wurde und dann von Leuten aufgebaut wurde, wieder aufgebaut wurde nach dem Krieg, die Jan für Idioten gehalten hat.
Also er war, konnte das nicht mehr kontrollieren. Aber Fakt ist, dass ohne diese beiden jungen Männer, sehr jungen Männer, hätte es dieses Instrument nicht mehr gegeben, denn es wäre ein Opfer der Romantik gewesen. Die beiden sind dann im Grunde auch in die Hamburger Musikgeschichte eingestiegen und haben für sich die norddeutsche Barockmusik neu entdeckt. Also sind dann eingestiegen mit Komponisten wie Vincent Lübeck. Ihr absolutes Idol war Dietrich Buxtehude. Und sie sind dann vor allen Dingen, obwohl Dietrich Buxtehude ja mit den Abendmusiken so ein bisschen in Richtung Oper geht, aber eigentlich war für Jahn und für Harms und diesen Kreis war die Oper so ziemlich das, was sie an der Musik lange Zeit am wenigsten interessiert hat. Also es ist ein ganz anderer Weg. Klar irgendwie in kammermusikalische Form oder eben das Große war dann eben die Pansflöte der Orgel pathetisch. Aber es war immer eher tatsächlich die Textferne und die Eigenständigkeit der Musik, das Abstrakte, was sie auch sehr geschätzt haben. Das ist ein total anderer Weg als das, was sie interessiert hat. Vollkommen anders. Also mich hat immer die Verbindung von Musik zu Bild interessiert. Und da darf ich verraten, dass meine früheste Prägung, da war ich 5 oder 4, war das Weihnachtstheaterstück im Hansa-Theater. Das war das Beste, was es in Hamburg gab. Und ab da war ich nicht mehr zu halten. Nicht? Also mein Vater hat mich dann in die Oper mitgeschleppt. Das war die Zauberflöte, das war die zweite Liebermann-Intendanz-Ära und ab da war ich jede Woche, glaube ich, 3-mal in der Oper, je nachdem, wie die Kartenlage war. Das ist das, was Hamburg mir zugespielt hat. Ich wollte tatsächlich dieses Gesamtkunstwerk oder diese Utopie dieses Gesamtkunstwerks nochmal bearbeiten. Das ist das, was mich interessiert hat. Das Interesse für Barockmusik, das kenne ich ganz gut, so wie diese Vincent-Lübeck-Geschichten und so weiter, das kam aber alles sehr viel später. Erst mit dem reiferen Alter, sagen wir mal so. Ne? Aber mich hat eben immer schon die große Form interessiert und das große Schiff, eben die Oper. Und diesen Ozeandampfer, den liebe ich bis heute. Ja, mich hat immer interessiert, was die anderen nicht machen oder was gerade verpönt ist. Gerade das Verboten hat mich wahnsinnig angezogen. Und wenn die große Leere oder nur so einzelne Klangobjekte auf der Partiturseite in Mode waren, dann habe ich das vollgeschrieben mit Noten. Also, gerade um irgendwie einen Aufstand anzuzetteln gegen eine vorgegebene Norm. Das ist mir bis heute auch wichtig, dass man sich nicht von irgendwelchen seltsamen Einflüssen ungut verändert oder sich selbst verbiegt. Und wenn jetzt Sie das Holzschiff geschrieben haben, haben Sie da tatsächlich nur an die Bilder und an die Texte, an den Text gedacht und das Bild oder haben Sie auch darüber hinaus gelesen, sich interessiert? Hat es Sie irgendwie angesprochen, wenn jetzt tatsächlich, ich meine, man kann das ja alles für Kokolores halten, aber wenn der jetzt musiktheoretisch oder musikologisch, sagen wir mal, lieber ein bisschen niedriger, wenn Jahn dann sowas bringt wie seine starke Ablehnung gegen Wagner und so, hat Sie das irgendwie berührt? Nein, das interessiert mich gar nicht. Das sind Ebenen, die privatistisch sind. Nicht? Mhm. Also interessant ist dann eher die Naturbeschreibung, die Jahn im Holzschiff macht. Die haben wir übersetzt, die kann man ja nicht wiederholen auf der Bühne, sondern wir haben sie übersetzt in getanzte Szenen von eingebildeten Wasserdämonen, ne? Weil das Wort Dämon tatsächlich öfter vorkommt. Aber das Entscheidende am Holzschiff ist nicht das Schiff und nicht die Story und so weiter, es ist der Grenzübertritt, der gewollte Grenzübertritt. Und das hat mich gereizt, die Entdeckung der neuen Welt im Rahmen des Untergangs, des Schiffsuntergangs auf dem Meer. Das war der theatralische Knackpunkt an diesem Stück. Kann man viel drüber nachdenken, auch über den gewollten Grenzübertritt. Ich würde fast sagen, der ist ungewollt. Also selbst auch dieser Schiffsuntergang, aber wir dürfen... Da könnten wir lange drüber diskutieren. Ja, da können wir lange drüber diskutieren. Er ist gleitend. Eben, ne? Ja, man rutscht ja in den Grenzübertritt hinein und kann nicht anders. Ja. Also eben genau wie in der Liebe. Also wenn Liebe absolut gesetzt wird und wenn man an die Liebe glaubt, geschehen einem Dinge, die man nicht unbedingt möchte, aber man kann nicht anders. Und es gibt dann noch so einen Nebenaspekt, das muss man vielleicht auch kurz erzählen. Nicht? Die Mannschaft ist so beunruhigt über die seltsame Bauweise des Schiffs, dass sie die letzte unterste Tür, von der sie vermuten, dass dahinter irgendwelche unheimlichen Dinge sich verbergen, dass sie mit Gewalt öffnen. Und was hereinstürzt, ist das Meer. Sie haben das Schiff selber zum Versinken gebracht. Ne? Ich glaube, da ist auch ein Nachklang auf die Nazizeit noch zu hören.
ganz kompliziert. Aber ich frage mich jetzt ein bisschen mehr, was uns betrifft, also auch unser Aufwachsen. Ich meine, auf merkwürdige Weise sind wir vielleicht ähnlich aufgewachsen. Herr Glanert in Bergedorf, ich im Kreis Pinneberg, genau genommen tatsächlich im damals noch ländlichen Quickborn Heide, so als Fahrschüler, wo man mit dem Fahrrad erstmal weit zur Schule fahren musste und immer ganz froh war, dass wir eine Netzkarte umsonst bekamen und mit der U1 in die Stadt fahren konnten. Aber das ist nicht ein merkwürdiges Aufwachsen und das ist, also bei mir war es nicht so, dass irgendwie besonders stark jetzt irgendwie dahin tendierte, dass wir selbst uns mit eigenständig mit Kunst beschäftigen oder dass wir anfangen, Bücher zu schreiben oder anfangen zu komponieren oder trotzdem, obwohl das eher so eine Provinzpenne war, wo eigentlich nicht viel los war, merkwürdigerweise haben doch relativ viele Leute etwas mit Kunst gemacht oder auch, es gibt doch einige, die Professor geworden sind und ähnliche Dinge aus der Schule. Es entstand so eine Selbstorganisation, aber mal ein bisschen zu den nicht beantwortbaren Fragen getastet. Ich frage mich immer, ob so ein Autor wie Jan, dass wir überhaupt ein Gehör dafür haben, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass wir hier in dieser Landschaft aufgewachsen sind, dass wir mit diesem Zungenschlag aufgewachsen sind. Ich frage es auch, weil ich ja lange schon in Süddeutschland jetzt lebe und viele meinen, das sei irgendwie so ein norddeutsches Zeug. Und ich frage mich mal, was eigentlich norddeutsch daran ist. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, aber sie gerät ins Spekulative. Ne? Ja, das ist doch gut. Wenn man über Brahms Musik so nachdenkt. Ja, Brahms ist ja auch so ein Teil. So der Melancholiker und so. Ja, schwierig zu sagen. Vielleicht prägen uns die Himmel und die Landschaften mehr, als wir das denken. Ne? Man sagt ja auch ganz allgemein, jetzt auf die Orgelmusik zurückzukommen, dass je weiter nördlich man geht, das musikalische Denken vertikal ist und im Süden mehr horizontal. Also das müssen Sie erklären. Melodie. Ja, also der Kontrapunkt ist den Norddeutschen sozusagen in die Wiege gelegt und ab Italien denkt man nur noch in der Horizontlinie, in der Melodielinie. Ne? Das ist so eine Auffassung, die durch die Musikgeschichte geistert. Aber wie gesagt, das ist ein sehr spekulatives Element. Und wie weit uns die Landschaft prägt, vermag ich nicht zu sagen. Aber wir lieben sie ja sehr. Nicht? Und wenn ich zum Beispiel Brahms höre, der mir immer näher gekommen ist im Laufe der Jahre, dann rieche ich die Landschaft hier. Also das ist was Synästhetisches. Mhm. Es gibt einen bestimmten Geruch in Hamburg, den gibt es nur in Hamburg auf der Welt. Das ist, wenn es geregnet hat, ein Gewitterregen und diese Rosen und Rhododendren duften nach so einem Gewitterregen. Mhm. Das habe ich nirgendwo auf der Welt so gerochen. Und das gab es im Bergedorf, wo ich zur Schule gegangen bin, eben sehr, sehr stark. Und damit verbinden sich eben wahnsinnig viele Erinnerungen und da schwingt viel mit. Und vielleicht darf ich das noch anfügen. Ich hatte eben das große Glück, in eine musikalische Schule zu geraten, die Hansa-Schule, Hansa-Gymnasium, die einige von Ihnen werden das kennen. Und die hatten zu der Zeit, und das war purer Zufall, sehr, sehr gute Musiklehrer, die mir wahnsinnig geholfen haben, auf dem Weg geholfen haben. Und da kam eins zum anderen. Das war eine wunderbare Fügung. Aber das ist überhaupt was mich wirklich interessiert, was vielleicht trivial anmuten mag. Aber wie wird man als Schüler in Bergedorf, wie kommt man dazu, selbst auf einem Niveau zu komponieren, dass man mit 25 oder 26 solche Stücke schreibt? Wie ist dieser Entwicklungsgang gewesen? Ich finde es wirklich interessant. Das Niveau meiner allerersten Stücke ist erbärmlich niedrig gewesen, das muss man schon dazu sagen. Ja. Ne? Aber warum das so kam, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mich das Aufschreiben von Musik vollkommen hingerissen hat. Also, dass man sich was ausdenken kann, das Aufschreiben und dann spielen das andere für einen. Und ich hatte eine wahnsinnige Luxussituation. Denn alle Stücke konnte ich von Anfang an auf Auftrag schreiben. Es gab viele so Mitschüler, die einfach sich Stücke gewünscht haben. Schreib mal ein neues Stück. Na, wir brauchen hier was für eine Beerdigung. Wir brauchen was für eine Hochzeit. Wir brauchen was für ein Theaterstück. Ich habe mich hingesetzt und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und ich habe das Zeug sofort gehört und konnte das dann auch selbstverständlich kritisieren. Na, ich konnte wie Haydn ein bisschen in Esterhazy, ich konnte ich selbst werden, indem ich die Stücke eben kritisch aufgeführt. Und waren das eher am Anfang konventionelle Stücke? Oder ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt ja auch das Gegenmodell. Wir haben irgendwie Ornette Coleman gehört und haben versucht, Free Jazz in die Schulveranstaltung einzuschleusen, dass die Leute rausrennen. So, ja. Ne? Es war ganz konventionell. Es waren Stilimitate und ab der Pubertät, also so hohe Pubertät 16, änderte sich das. Da fing so ein Ausdruckswille an und das wurde dann atonal und wurde immer expressiver und dann konnten die das plötzlich nicht mehr spielen, weil ich immer schwieriger geschrieben habe. Und dann
merkte ich schon, dass es in irgendeine andere Richtung geht. Und dann musste ich meine Eltern überreden, dass sie mir das Kompositionsstudium erlauben. Das war noch die Zeit, wo Musikerdasein sehr kritisch gesehen wurde. Hunger leider, kein Einkommen, nichts. Stimmt ja oft auch. Naja. Also, und so kam ich dann aber nach einigen Umwegen zu Dieter de la Motte und da ging das dann los. Ne? Wie alt waren Sie da? Das Studium, da war ich, glaube ich, 20. Mhm. Ja, 20. Und vorher die Jahre, hatten Sie irgendwie Mentoren? Hatten Sie jemanden, der Ihnen auch gezeigt hat, wie man komponieren könnte? Ja, es gab drei Leute, die ich da ehrend nennen muss. Das waren meine beiden Musiklehrer, Uwe Krämer und Harro Schmidt in der Schule, beide auch schon verstorben. Und Friedemann Schiebe in der Kantor der Ohmüller Kirche, der mir Kontrapunkt beigebracht hat. Nicht? Also die haben mich alle drei auf ihre Art und Weise sehr, sehr gefördert. Und dafür bin ich denen auch ewig dankbar. Die haben mich quasi auf die Schiene gesetzt, aber fahren musste ich dann selber. Ne? Und ich habe dann auch angefangen, Instrumente zu spielen. Da fragten Sie mich ja vorhin nach. Nicht? Ich habe ganz banal mit der Trompete bei der Feuerwehrkapelle angefangen. Und habe das dann weggelegt, weil meine Lippen zu dick waren. Dann war es das Tenorhorn und dann gingen mir die Märsche auf den Geist. Und dann habe ich den Kontrabass genommen und damit im Landesjugendorchester durfte ich dann reüssieren. Und da war ich dann auch lange Jahre Hamburger Landesjugendorchester. Und dann kam die Militärzeit. Das war die Zeit, wo das Verweigern noch sehr schwierig war. Und ich wusste, dass ich besser fahre, wenn ich zum Musikchor gehe. Und da durfte ich dann Querflöte spielen und Becken und auch ein bisschen Kontrabass und nebenbei noch Klavierunterricht. Also überall mal reinriechen und das ist nicht das Schlechteste. Wobei man es auch sagen muss, die Zeit im Hamburger Jugendorchester war ungeheuer wichtig, weil ich den Luxus hatte, vor dem Studium ein funktionierendes Orchester von innen kennenzulernen. Ich habe also mit Instrumentation nie Probleme gehabt. Und das ist auch ein Riesenkapital, was ich da angehäuft habe. Das hat mir vieles im Orchesterleben einfacher gemacht. Ne? Na, eine gewisse Parallele ist vielleicht, also ich bin ein bisschen älter gewesen, aber sehr jung, mit Texten, für die ich mich heute vielleicht auch schämen würde. Ich gucke sie lieber nicht mehr an, aber in diesem frühen Hamburger Jahrbuch für Literatur gewesen. Man kann da manchmal drüber lächeln, weil man sagt irgendwie, das ist halt so ein Jahrbuch und so ein Sammelsurium, das gibt es ja heute noch. Das gibt es jetzt, glaube ich, in der 15. Ausgabe. Das erste war 91 oder 92. Also da war ich noch relativ jung, ein bisschen älter als Sie beim Militär. Aber es war natürlich irgendwie in dem Sinne eine der, wie ich finde, auch hier, mal, muss man auch mal loben, die Stadt, eine der ungewöhnlichen Fördermaßnahmen für Literatur, als junge Autoren oder Anfänger wirklich aufgefordert wurden, zu publizieren und in einem ganz und gar nicht geschützten Rahmen, aber in einem relativ professionellen Umfeld. Mhm. Das heißt, es gab ein bisschen was wie ein Lektorat, es gab irgendwie ein richtiges Buch, ne? Und es war fürs Publikum und es war nicht so, dass man irgendwie einen Preis oder eine Fördersumme bekam, sondern dass man eben tatsächlich gelesen werden konnte und es auch manchmal Folgen hatte. Also wenn ich jetzt meine Frau zum Beispiel angucke, die hat tatsächlich über diesen Hamburger Ziegel ihren ersten Verlag gefunden und der zweite Verlag war dann gleich Suhrkamp, also den Weg gab es auch, ne? Ja. Solche Räume sind unheimlich wichtig und ich glaube, dieses Landesjugendorchester ist sicherlich auch so etwas. Ne? Das ist ja, und überhaupt der Weg über die Praxis hat mir im Studium dann vieles einfacher gemacht und da fällt mir auch jetzt eine super Überleitung ein. Ja? Ein Musiker, der für Hamburg ja extrem wichtig war, Telemann, hat genauso angefangen. Er hatte, glaube ich, nie korrekten Unterricht, niemals. Der hat in irgendwelchen Studentenorchestern gespielt und dann für die komponiert. Und das hat im Grunde sein ganzes Leben lang gemacht, bis er auf einer der höchsten Positionen landete, hier in der Gänsemarktoper. Mhm. Und das ist der Gegensatz eben zu seinem späteren Nachfolger Karl Philipp Emanuel Bach, der ja von seinem Vater eine brutal gute Ausbildung kriegte, mit Akzent auf brutal. Ne? Mhm. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Lebenswege, Telemann und Karl Philipp Emanuel Bach, die aber beide seltsamerweise dann auf den allerhöchsten Positionen in Hamburg geendet haben. Und das ist ja, das eine war, also Telemann war auch noch der Patenonkel, ne? Das war noch ein bisschen enger gefügt. Ah ja, das ist so. Mir jetzt entfallen. Das war der Patenonkel, ja. Also es gibt ja auch die Freundschaft zwischen den Johann Sebastian Bach und Telemann, und die ihm tatsächlich so eng war. Ne? Ja. Ja, aber Telemann habe ich in dem Buch weniger beleuchtet, aber ja, Karl Philipp Emanuel Bach ist ein bisschen tatsächlich so etwas wie ein Held von diesem Essay geworden.
Es ist so, ich meine, es war, als ich damit anfing, war es ja immer so, es ist ein bisschen vermessen zu sagen, also erstmal, wenn man schon so lange in Süddeutschland lebt wie ich, zu sagen, ich schreibe jetzt eine Hamburger Kulturgeschichte, das ist das eine. Und zum anderen ist das andere Problem, ist einfach die schiere Masse. Also ich wollte ja ein Buch schreiben, was im Buchhandel landet und nicht irgendwo in der Hamburgensiensammlung oder nicht nur in der Hamburgensiensammlung in der Staatsbibliothek, sondern ein Buch, was auch gelesen werden kann. Und sprich, sowas konnte ich, glaube ich, nur machen, wenn man radikal essayistisch denkt, wenn man auch eigentlich ein bisschen denkt wie ein Romancier beim Schreiben. Auch wenn das irgendwie alles total, also der Versuch auch ist, alles abgesichert. Und wenn es irgendwie möglich war, habe ich wirklich versucht, eine zitierte Quelle dann weiterzugehen, wenn es geht, ins Archiv oder das zu überprüfen oder zumindest an den Erstveröffentlichungen. Und ja, aber so wurde dann plötzlich Karl Philipp Emanuel Bach, den ich viel besser kennengelernt habe beim Schreiben dieses Buches, tatsächlich sehr nah. Und zwar nah in, vor allen Dingen wegen seiner Modernität. Mhm. Also mir scheint das ein Komponist zu sein, der eben, wenn wir ihn aufgeführt hören, wie wir jetzt gerade diese schöne Aufführung gehört haben, der in Stellen plötzlich so wirkt, als wäre das eben nicht irgendwie 250 Jahre alt, sondern als wäre das plötzlich... Ja, Dinge, die ich eigentlich, die mir aus der Romantik vertraut waren, höre ich plötzlich da in der Musik, die natürlich ganz anders klingt. Ja, es gibt wahnsinnige Stücke von ihm, nicht? Die Klaviersonaten und die experimentellen, die Streichersymphonien kann ich nur jedem empfehlen. Das haut einen heute noch vom Hocker. Er ist der Erste, glaube ich, weit vor Beethoven, der eine Streichersymphonie mit einer Dissonanz beginnen lässt, ne? Septakkord und solche Dinge. Also das ist von allerhöchster Experimentierqualität. Ja, und dann war es eben so, dass Hamburg, ich meine, ein bisschen, wir haben ja den Titel hier genannt, Musikstadt zwischen Himmel und Elbe mit einem Fragezeichen, das zitiert natürlich direkt das aktuelle Stadtmarketing, dass man jetzt mit der Eröffnung der Elbphilharmonie sagt, Hamburg ist eben Musikstadt. Und wenn, ich finde, wenn man in Hamburg aufgewachsen ist, ein relativ intimes Verhältnis zur Musik hat oder es zu seinem Leben macht wie Sie, dann ist es nicht so ausgemacht, dass Hamburg unbedingt als Musikstadt firmieren kann. Es ist ein Wunsch, es ist eine Hoffnung, aber so ganz sicher war ich mir nicht. Obwohl ich vieles immer noch so liebe und auch an vieles so gerne zurückerinnere. Das ist nicht nur die Leisthalle, die eben für mich immer die Musikhalle war und die wunderbaren Konzerte, die auch tatsächlich, es gab damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, gab es diesen Kulturring der Jugend, der dazu führte, dass man immer für ein paar Mark sich einen Stehplatz für die tollsten Konzerte. Davon habe ich gelebt, vom Kulturring der Jugend. Eben. Ich habe, glaube ich, Tausende von Karten da super, gekauft. Ne? Super toll. Irgendwie echt, irgendwie Jorge Bollé oder irgendwie die tollsten Pianisten und Musiker da gehört, indem man da oben stand, irgendwie dann eben natürlich mit Sichtbehinderung die Karte für 5 oder 6 Mark hatte und genau gesehen hat, da ist dann Platz im Parkett und der zweite Teil dann für den teuren Platz. Und das, so sind wir natürlich musikalisch sozialisiert, aber das ist etwas, das musste man in Hamburg ein bisschen suchen. Also, ich erinnere mich an eine Götterdämmerung-Aufführung, wo diejenigen ohne Karten durchs Klofenster gekrochen sind in die Staatsoper. Das war unglaublich. Ja. Ich bin tatsächlich auch oft mit irgendwelchen Musikerfreunden, die irgendwie im Chor sangen, irgendwie durch Hintereingänge gegangen, wenn es nicht anders ging. Das hat mal gemacht, das sind wir Wahnsinnigen gewesen vielleicht. Ne? Aber in Berlin ist sowas vielleicht normaler gewesen. In Hamburg musste man das zumindest, denke ich, so habe ich es erlebt, in den 80er Jahren, 90er Jahren suchen. Aber es gab tatsächlich eine Zeit, und das ist eben Karl Philipp Emanuel Bach, und da will ich vielleicht doch mal so ein Stück lesen. Hier, ne? Ein Stück lesen, wo Hamburg mit gutem Recht als Musikstadt galt. Und das ist halt schon ein bisschen her. Müssen Sie sich nicht wundern, das Buch, manchmal hat es eben tatsächlich, es erzählen der Essay, und gerade bei den Teilen, die so ein bisschen weiter in die Zeit zurückreichen, wie dieser, der 250 Jahre zurückblendet, habe ich gerne im Präsens geschrieben. Aber das ist nicht das ganze Buch im Präsens erzählt. Im März 1768 ist es soweit. Der Winter war hart. Wochenlang wurden alle Reisepläne durch Schnee, Eis und Stürme vereitelt. Aber jetzt kann Karl Philipp Emanuel Bach mit seiner Familie von Berlin nach Hamburg übersiedeln. Zu dieser Zeit ist er viel bekannter als sein 1750 verstorbener Vater Johann Sebastian. Ja, der Nachfolger des großen Telemann als Musikdirektor der Stadt Hamburg gilt als der berühmteste Instrumentalkomponist überhaupt. Trotzdem war die Entscheidung für ihn unter den Ratsherren, Pastoren und Vermögensverwaltern
der Hauptkirchen umstritten. Mit nur einer Stimme Mehrheit wurde Bach am 3. November des Vorjahres gewählt. Manchen plagten wahrscheinlich Zweifel, dass ein Tastenvirtuose ohne einschlägige Erfahrung mit Chören und Kirchenmusik den Aufgaben organisatorisch gewachsen sein würde. In Hamburg soll Bach schließlich für die musikalischen Aktivitäten an allen 5 Hauptkirchen verantwortlich sein. Hinzu kommt das Amt als Kantor am Johanneum, dem bedeutenden Gymnasium, dessen oberste Klassen in Musiktheorie und Gesang unterrichtet werden müssen. Hierbei wird Bach sich im Normalfall vertreten lassen. Dies ist ohne weiteres möglich, sofern er seinen Ersatzmann selbst finanziert, eine Praxis, die er von seinem Patenonkel Telemann übernimmt. Dennoch bleibt das Pensum enorm. In den Hauptkirchen leitet Bach jährlich die Figuralmusik an ungefähr 130 Terminen. Hierfür steht ihm ein professionelles Ensemble an Instrumentalisten und Sängern zur Verfügung. Für die hohen Feiertage des Kirchenjahres verfasst er regelmäßig neue Kompositionen, die er mit Werken seines Vaters, Telemanns und anderer kombiniert. Mit dem ihm eigenen Enthusiasmus bewältigt Bach dies alles bravourös. Darüber hinaus tritt er auch noch außerhalb des Pflichtprogramms auf. So ist er bereits am 28. April 1768 als Dirigent und Solist in Klavierkonzerten zu hören. Hierbei geht es Bach offenbar nicht nur um die Präsenz seiner Hauptwerke in seiner neuen Heimat, er will auch seinem Amtsvorgänger eine Referenz erweisen. Es war Telemann, der 1721 eine erste Serie von Aufführungen ins Leben gerufen hatte, aus der sich rasch Hamburgs höchst lebendiges Konzertwesen entwickelte. Mit dem Konzertsaal auf der Kamp findet sich in der Stadt seit 1761 sogar ein beheizbarer Saal, dem eine hervorragende Akustik nachgesagt wird. Sozusagen ein Vorläufer der von Sophie und Karl Leis gestifteten neobarocken Musikhalle und der Elbphilharmonie. Bach wird ihn in den kommenden Jahrzehnten gern für Instrumentalmusik nutzen. Er selbst tritt dabei vor allem am Hammerflügel in Erscheinung. Konzertbesucher bemerken bisweilen kritisch, dass er nie an der Orgel zu hören sei. Dies hat vor allem gesundheitliche Gründe. Bach leidet an Gicht, aber das wissen nur seine engsten Vertrauten. Allen anderen erscheint seine Orgelabstinenz in einer Stadt, die stolz auf ihre hervorragenden Instrumente ist, reichlich sonderbar. Das ändert allerdings wenig daran, dass Bach in der Hansestadt glückliche und außerordentlich produktive Jahrzehnte verbringt und als der Hamburger Bach in die Geschichte eingehen wird. Zwischen Alster und Elbe sind die Bedingungen für Komponisten im 18. Jahrhundert nahezu optimal. Es besteht eine große Bereitschaft, sich Musik etwas kosten zu lassen. Schon Telemann wusste das zu schätzen und der schwäbische Musiker, Schwäbisch, Ludwigsburg, Marbach, gleich um die Ecke, wo ich arbeite, der schwäbische Musiker und Dichter Christian Friedrich Daniel Schubert, bekannt, weil er im Schwäbischen lange gefangen gehalten wurde und auch für sein Gedicht Die Forelle, die das später von dem Schubert wiederum vertont wurde, also Schubert, gerät 1784-85 regelrecht ins Schwärmen, als er sich an einen Hamburg-Besuch erinnert. Seine Hymne auf die Stadt wird oft zitiert, vielleicht auch deshalb, weil es die Künste in Hamburg in späteren Zeiten nicht immer leicht haben werden. Für Schubert hingegen gilt es noch als ausgemacht, dass die Stadt auf dem Gebiet der Musik durch Telemann und Bach weltweit führend geworden war. Besonders letzteren hält er für ein überragendes Genie. Bach habe bereits eine eigene Schule gebildet und das Klavierspiel in ganz Europa auf revolutionäre Weise verändert. Zitat, so reich an Erfindung, so unerschöpflich in neuen Modulationen, so harmonisch voll ist keiner wie dieser. Was Raphael als Maler und Klopstock als Dichter, das ist so ungefähr Bach als Harmoniker und Tonsetzer. Was muss das für eine glückliche Stadt sein, die nicht nur den größten Musiker, sondern mit Klopstock auch noch den größten Dichter in ihren Mauern beherbergt. Für Schubert hat Bach sie mit nichts Geringerem als mit Sphärenklang erfüllt. Ich lese noch etwas vor. Alles ist da selbst Sang und Klang. Die größten Virtuosen treten da auf und werden fürstlich belohnt. Die Dilettanten erheben sich zur Meisterschaft. Diese Blüte sei auch die Folge des Nebeneinanders von Konzerten, Oper und Theater,
die sich gegenseitig enorm befruchteten. Ein Theater, an dessen poetischen und musikalischen Vollkommenheiten Lessing, Klopstock, Bach, Bode, Schröder und andere lang gearbeitet haben, muss sich notwendig zu einem Gipfel erheben, der über alle anderen Theater hinausreicht. Daher macht in Hamburg nichts mehr Sensation, als was außerordentlich groß ist. Ja, ein berühmter Engländer behauptete erst kürzlich öffentlich, dass der allgemeine musikalische Geschmack zu Hamburg weit größer sei als in London. Ich halte vielleicht mal inne. Das war etwas, was hat mich ungeheuer fasziniert. Also dass Hamburg damals tatsächlich ja als Musikstadt echt eine Musikstadt war. Und was mich auch fasziniert hatte, war dann, es gibt dann auch wirklich tolle Zeugnisse, das sind Dinge, die sind eigentlich alle veröffentlicht, aber man muss sie auch genauer lesen, war dann die Begegnung zwischen Matthias Claudius, dem ja nicht immer gut beleumundeten Dichter, der aber mit Der Mond ist aufgegangen, vielleicht eines der wirkmächtigsten Gedichte überhaupt geschrieben hat in deutscher Sprache, und Karl Philipp Emanuel Bach, denn Claudius, der hat sich dem dann wirklich als totaler Groupie, als Fan genähert. Und der erste Brief, den er schreibt über Karl Philipp Emanuel Bach, besteht darin, wie er ihn im Michel gehört hat, ihn dann verfolgt bis zur Wohnung und da irgendwie keinen Einlass findet, dann kommt er nochmal wieder und dann trifft der Bach, wie er schreibt, im Negligé, also im Bademantel, und fordert dann wirklich in seiner Hartnäckigkeit, ich möchte irgendwie mit ihnen in Kontakt kommen, ich möchte auch hören, wie sie Klavier spielen. Wobei man sagen muss, Claudius war im Brotberuf in dieser Zeit auch tatsächlich Organist, wenn auch auf niedrigerem Level. Und dann kommt aber das eigentlich Faszinierende, da lebt nämlich in dieser Zeit auch noch Lessing in der Stadt. Und über Lessing, den Claudius kennt, schafft er es dann, dass er tatsächlich diese Privataudienz bekommt. Also man muss sich dann vorstellen, da gibt es Matthias Claudius, Lessing, Karl Philipp Emanuel Bach in einem Raum, an einem Nachmittag. Sie haben eine ähnliche Situation wie jetzt wir. Sie unterhalten sich, sie spielen sich was vor. Und Sonin überlegt vielleicht darüber, wie man den Michel renovieren könnte. Schon in dieser Zeit, nee, das ist ein bisschen falsch, ein bisschen verschoben. Aber der ist auch schon da. Aber Klopstock ist sozusagen schon Gesprächsstoff. Er ist noch nicht in der Stadt, aber er ist auch noch anwesend. Man hat plötzlich eine Konstellation von Größen. Man kann ja einige dazu nehmen noch. Die ohne weiteres das Zeug gehabt hätte, ja, so etwas zu werden wie ein Weimarer Kulturleben, was wir heute sehen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob Herder, Goethe, Schiller, ob Karl Philipp Emanuel Bach, Claudius, Lessing, Klopstock, was da so die stärkere Konstellation ist. Der Unterschied ist, heute feiern wir immer noch Weimar. In Hamburg verpufft sowas irgendwie immer wieder, diese Konstellation, ne? Es ist merkwürdig, oder? Ja, es ist eigenartig. Es hat ja von Zeit zu Zeit immer solche Konglomerate gegeben, nicht? Es gab da eine Woche um 1850 herum, wo gleichzeitig in der Stadt konzertiert haben Brahms, Clara Schumann, Robert Schumann und Josef Joachim. Mhm. Und das war, ein, zwei Wochen waren die alle hier. Nicht? Also, da kamen noch andere Leute dazu. Aber man muss dann leider auch konstatieren, nicht? Das ist die bekannte Geschichte mit Johannes Brahms, es ist nicht von Dauer. Er hatte mit dieser bestimmten Anstellung gerechnet und ihm wurde jemand anders vorgezogen, was ihn sein Leben lang gewurmt hat. Mhm. Sein Leben lang. Und das ist eine Merkwürdigkeit, dass Hamburg die Eigenschaft hat, die wirklich positive Eigenschaft, einen wahnsinnigen Input für einen Anfang zu geben, für eine Initialzündung. Ne? Aber dass es für die einzelnen Individuen selten dauerhaft ist. Ne? Die Ausnahme sind tatsächlich Telemann und Karl Philipp Emanuel Bach. Ja, aber die sind ja auch nicht hier aufgewachsen, sondern die kamen später und haben dann diese Stellen gehabt, ne? Ja, sie sind aber geblieben, wie auch Goethe in Weimar. Alle anderen sind weggegangen. Der Klopstock, ne? Ist auch geblieben, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Also es gibt ja diesen berühmten Text von Heine, wo er so eine Elbfahrt beschreibt und dann an Klopstock denkt und an das Grab von Meta-Klopstock, was es ja irgendwie schon sehr früh gab, weil sie ja so früh gestorben ist. Und dann endet Heine so irgendwie, ja, das ist eine Stadt, eben Altona, dann immerhin noch nicht Hamburg, aber wo man wunderbar tot sein kann, aber schlecht leben kann. Und das ist natürlich super, super gut. Und Heine ist natürlich der tollste Pointenkönner.
Aber es ist eigentlich ein bisschen falsch, weil Klopstock nun gerade zu den Leuten gehörte, die sich hier sauwohl gefühlt haben offenbar. Ne? Der ja dann eben geblieben ist und hier auch wirklich ganz gut gelebt haben, auch mit seiner viel belächelten Lesegesellschaft, also mit dem Kreis von zahlungskräftigen, aber auch zugewandten Damen, vor denen er dann gelesen hat und ja, in diesen, auch in diesem Zirkel der Freimaurer. Die Freimaurer haben eine ganz große Rolle gespielt. Naja, und es waren die sozialen Umstände, denke ich mal, nicht? Weil Hamburg mehrere Vorteile damals aufwies, die in Europa nicht zu finden waren. Es war eine freie Bürgerrepublik, sie war liberal und sie war reich. Da war Geld für die Künste da, nicht? Und zwar enorm viel Geld und das Interesse. Und das hat zu dieser wirklich wunderbaren Konstellation geführt. Aber diese einzelnen Elemente sind später ja verschwunden. Nicht? Also nach den Napoleonischen Kriegen lag Hamburg ziemlich am Boden, wirtschaftlich gesehen. Verlor dann auch seine Selbstständigkeit 1871. Und also da gewisse Faszinosa sind dann verschwunden. Ja, und dann gab es auch so eine Zeit, wo Hamburg dann doch, kann man eigentlich sagen, bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, immer so ein bisschen den Hauch des Provinziellen hatte, obwohl das auch ein bisschen ungerecht ist. Also wenn man sich anschaut, nein, man kann nun von Jahren halten, was man will, aber das war auch in der Weimarer Zeit schon irgendwie ein origineller Typ, der originelle Sachen gemacht hat, aber er war nicht allein. Also es gab, das Musikleben entstand tatsächlich, das Konzertleben entstand, es gab was ganz, ganz Wunderbares im Curio-Haus, also im Roten Baumchaussee, gab es die Künstlerfeste, Künstlerfeste, die man ein bisschen auch für so eine Art Fasching oder Karneval halten kann. Aber da wurden auch irre Aufführungen gemacht währenddessen. Ne? Und es wurden auch tatsächlich experimentelle Sachen gemacht. Die haben auf die einfachste Weise dafür ein paar Tage Simultanbühnen gemacht, abgesehen davon, dass es in dieser Zeit, in dieser Stadt tatsächlich drunter und drüber ging, wie man es im evangelischen Raum eigentlich nicht gewohnt ist. Aber da fand schon was statt. Es gab eine Zeitschrift, der Kreis, da sind Sachen drin, die, ach, wenn man sich die frühen Reaktionen zum Beispiel auf James Joyce in dieser Zeit anguckt, war das nicht ohne. Ne? Da gab es schon irgendwie ein Potenzial. Das ist natürlich klar. Und dann wurde auch die Universität endlich gegründet und es gab Kassierer in der Stadt als einen der wichtigsten Philosophen. Es gab Warburg mit seinem Institut, was ja irgendwie alles andere als provinziell war, eher eine Öffnung in die Weite. Das wurde natürlich mit diesem fürchterlichen, heute ist der 9. November, mit diesem fürchterlichen kulturellen oder nicht nur kulturellen, ja, suizidalen Unterfangen des Nationalsozialismus alles so wie kaputt gemacht und die Leute wurden umgebracht und ins Exil getrieben. Aber da gab es mal so einen Anlauf, aber es hat wirklich lange gedauert. Also sagen wir mal mit der napoleonischen Zeit hat es dann wirklich bis in die 20er Jahre gedauert, bis das mal wieder so ein bisschen in die Gänge kam. Da gab es auch, da muss man auch sagen, Altona war ja auch, da war diese Konkurrenz Altona-Hamburg auch irgendwie fantastisch. Also da gab es ja, auch wenn man sich an die Häuser jetzt erinnert, es gab hier eben Schumacher, der fürs neue Bauen einstand und die Stadt auch irgendwie ja, als zu einem erlebbaren Kunstraum über die Architektur gemacht hat. Es gab Gustav Oelsner in Altona, der was ganz Ähnliches gemacht hat. Eine alte Schule ist Schumacherbau in Bergedorf. Ja. Ja, aber es gab eben auch Oelsner und der hat auch Sachen gemacht. Da gibt es zum Beispiel fantastische große Bücher, Neues Altona, wo die versucht haben, in den 20er Jahren das ganze Kulturleben Altonas wertfrei zusammenzuführen. Dann trifft man plötzlich moderne Komponisten neben wirklich ganz reaktionären Typen. Man trifft irgendwie konservative Maler, die da beschrieben werden, neben Leuten, die sofort als entartet irgendwie diffamiert werden danach. Ja. Und die haben versucht, sowas zu pflegen und da tatsächlich Geld für zu investieren. Das war wichtig. Ne? Im musikalischen Bereich gab es natürlich einen wahnsinnigen Höhepunkt in den 60er, 70er Jahren mit dem NDR, das neue Werk, und mit Rolf Liebermann als Opernintendanten, den ich noch selber kennenlernen konnte, als er hochbetagt war. Das ist leider auch so ein bisschen wieder weggegangen. Ja, und das ist sogar noch älter. Also da muss man sagen, das neue Werk im damaligen Studio 10. Hieß es noch nicht Studio 10, da hieß es noch irgendwie anders heute, Rolf Liebermann Studio, das ging in den 50er Jahren schon los. Und, die Großzeit war in den 60ern. Ne? Ja, also, aber man muss sagen, wenn man so zurückguckt in die alten Programme, ich habe das manchmal gemacht, auch weil ich wusste, dass der auch wieder zu entdeckende Autor Hans-Erich Nossack, der ist da immer hingegangen, der hat auch um die Ecke gewohnt, aber der ist dort hingegangen und hat im Grunde, das ist so, dann die Brücke, sagen wir mal, von dieser Institution, die damals entstand, und Nossack als Autor hinein in die moderne Musik. Und der hat durchaus dort auch Leute wie Messiaen erlebt. Ja, also Messiaen war da, alle her. Er hat nicht nur aufgeführt, sondern er war auch da und die sind auch tatsächlich ins Gespräch gekommen oder zumindest ins Handschütteln und anerkennend angucken. Mhm.
vielleicht auch bewundernd von Nossack auf Messiaen guckend. Aber es war richtig ambitioniert, muss man sagen. Es war richtig, richtig gut. Und es ging ja im Grunde auch noch weiter bis in die 80er und 90er Jahre. Also ich denke, also für mich war das immer tatsächlich dieses Studio 10 einer der wichtigsten Orte. Ne? Also, und auch, weil ich liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich so autodidaktisch zur Musik gekommen bin und dann im Grunde über die Popmusik zum Jazz kam, dann über so ja, Brahms und Schumann so auch ins Hören von bis zu neuen Musik. Und da konnte man irgendwie alles erleben. Ne? Also da bin ich auch in der Tat oft mit Leuten ohne Karte reingegangen. Ich weiß gar nicht, wie ist denn der gegenwärtige Status eigentlich? Gibt es die Reihe überhaupt noch? Ja, gibt es schon noch. Das neue Werk gibt es schon, aber nicht schon, oder? Aber es hat nicht mehr diesen Stellenwert ne, für damals, oder wie ist das heutzutage? Ich höre jedenfalls nicht allzu viel davon. Ich muss es gestehen. Ne? Jedenfalls hat sich das natürlich ganz toll fortgesetzt durch die Berufung von Ligeti, ne, über den wir ja auch sprechen wollten, der dann ja an der Hochschule tätig war. Und da war das neue Werk noch in vollster Blüte, wie ich mich zu erinnern glaube. Ne? Und ich hatte auch das Vergnügen, Ligeti noch selber kennenzulernen. Ja, erzähl sie. Ja, das ist ein bisschen eine seltsame Geschichte. Er war nämlich in der Prüfungskommission für mich, für Klavier. Ich musste Klavier vorspielen und ich muss sagen, ich habe meine erste Klavierstunde mit 17 bekommen. Also ungeheuer spät. Ist ja später als ich. Wir hatten kein Klavier zu Hause. Ja, wir hatten keins. Kein Platz. Und ich habe mir mit Mühe eine Haydn-Sonate drauf geschafft. Und Ligeti saß da, lächelte mich an, also und sagte, is aber Triole. Und er gesagt, ja, Herr Ligeti, ich weiß, aber meine Hände wissen es nicht. Und dann hat er gelacht, mir noch die Mindestzensur gegeben und dafür gesorgt, dass ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe. Der Rest war ganz gut, aber mit Klavier bin ich heute immer noch auf Kriegsfuß. Mit meinen eigenen Händen. Und wie war es dann, als Sie anfingen zu komponieren? Gab es jemals die Situation, dass Sie Ihre Kompositionen angehört hat? Nein, also die Klassen waren dann streng getrennt. Ne? Ligeti war auf der einen Seite, ich war bei De La Motte. Ja. Und da gab es, sofern ich mich erinnere, keine Berührungspunkte, außer so private Freundschaften. Ich war damals befreundet mit Detlef Müller-Siemens und wir haben völlig unterschiedliche Musikideen gehabt, aber wir mochten uns halt aus persönlichen Gründen ganz gerne. Nicht nur wegen des Vornamens. Ne? Und seltsamerweise waren die Klassen sehr getrennt. Und De La Motte hat nur Einzelunterricht gemacht und Ligeti, glaube ich, nur Gruppenunterricht. Ne? Mhm. Und ich bin dann ja später zu Henze gegangen und da gab es das Umgekehrte. Nur Gruppenunterricht und sehr selten Einzelunterricht. Mhm. Also da sind die Charaktere der Maestri sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Und haben Sie Ligeti damals auch, wenn ich so zurückdenke, natürlich, man war auch naiv und ich war ja Schüler oder Zivildienstleistender, junger Student, Ligeti war immer irgendwie so eine Größe. Wir haben uns immer wahnsinnig gefreut, wenn wir gerade im Studio 10 saßen und irgendwie da unten, wenn Ligeti aufgeführt oder er selbst auch da saß. Ja. Ne? Das war ja unglaublich aufregend. Er war unglaublicher Konzertgeher. Es war einerseits die Präsenz von einem großen Komponisten, wo wir alle wussten, das ist ein richtiger Komponist. Ne? Ist nicht irgendwie das, aber es war natürlich auch seine Persönlichkeit an sich. Er hat ja auch im Grunde, ja, er war ja auch eine Autorität, auch im politischen Sinne, im kulturpolitischen Sinne. Und er hat ja immer gern auch über Hamburg gelästert und immer gesagt, ja, eigentlich mehr Wien oder natürlich mehr der Süden. Aber er hat es ja doch auch lange hier ausgehalten. Hat ja doch sehr viel hier bewegt. Ging Ihnen das auch so in der Wahrnehmung? Ja, also der war für das Hamburger Musikleben ganz richtig. Aber man muss eben auch sehen, er war ein K&K-Mensch. Ne? Und ihn hat es dann nach Wien gezogen, was eigentlich ganz folgerichtig ist. Und leider ist ja auch die De La Motte weggegangen. Ne? Ich mein Lehrer und ich musste dann sowieso auch den Lehrer wechseln. Und das gehört in die Kategorie der Weggeher. Ne? Leider, muss man sagen. Und das ist vielleicht etwas, an dem Hamburg arbeiten sollte, nicht die Konstanz. Ja, es gibt einen Text von Ligeti, der ist ein bisschen böse über Hamburg. Ich habe den zitiert. Auch von Liebermann, ja. Ja, aber der von Ligeti ist eigentlich ganz schön. Das taucht nämlich sogar die Akademie der Künste auf. Und insofern können wir hier tatsächlich mal so einen Zirkelschluss machen. Ich hoffe nur, ich finde die Stelle schnell. Ich habe mir sie vorhin rausgesucht, aber 151, ich kann nicht mehr die ganze, ich lese nicht mehr so viel vor, aber diese Stelle lese ich vor. Hier ist das, von 1988, das ist schon gut. Da habe ich Abi gemacht und da war noch ein bisschen da, aber Ligeti sagt, in Hamburg gibt es wunderbare Leute, es gibt eine Bürgerschicht, es gibt viele Intellektuelle,
es gibt viele Professoren, es gibt viele Künstler, es gibt sogar eine freie Akademie der Künste. Irgendwie gibt es aber keine richtige Atmosphäre. Jedenfalls keine richtige Atmosphäre für die schaffenden Künstler. Also, es gibt viele gute Leute hier, aber die schaffenden Künstler, die frösteln hier. Es ist ziemlich fies, ne? Und das ist aber identisch mit dem, was eben auch tatsächlich ja die Leute gesagt haben, als sie hier diese Akademie gegründet hatten. Und der Wunsch war natürlich auch mit so einer Akademie sowas zu ändern. Ich frage mich nur immer, ob das stimmt. Also ich meine, ich frage mich, ist jetzt ja auch ein bisschen so, ja, aus der Perspektive jetzt schon lange weg zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es gibt doch viele Dinge, die ich jetzt so mit dem Abstand, jetzt so von 20 Jahren immerhin schon, ne? Dann doch auch ziemlich gut finde hier. Und ich finde vieles auch verdammt ungerecht. Ich denke, dass solche Dinge wie Atmosphäre für schaffende Künstler immer von Menschen abhängen. Menschen, die diese Stadt bilden und ihre Gesellschaft. Und die Vergangenheit zeigt ja, dass es möglich ist, eine kreative und spannende Atmosphäre zu gerieren. Es hängt von uns ab, nicht von den Umständen. Diese abstrakten Umstände gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die sie schaffen. Und wenn sich da ein Zirkel vereinigt und konstant und mit großer Kraft an einer kreativen Atmosphäre arbeitet, wird es sich auch geben. Davon bin ich überzeugt. Solche Dinge sind immer von den Menschen abhängig, die in dieser Stadt leben. Mhm. Es kommt nicht von alleine und es geschieht nicht von alleine. Es muss gemacht werden. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Insofern, wenn man was verbessern will, machen Sie es. Also das ist das Einzige, was man tun kann. Und jetzt noch mal einmal zurückgeblendet, vielleicht abschließend schon auf das Stadtmarketing und die Elbphilharmonie. Ich muss sagen, ich war ja, als ich hier noch wohnte und das losging mit der Elbphilharmonie, am Anfang war ich begeistert von dem Projekt. Dann wurde ich mit der Zunahme der Kosten immer skeptischer und habe zwischendurch immer im privaten Kreis Wutausbrüche bekommen über diese Summen und mir immer vorgestellt, was passieren würde, wenn man alle kleinen Institutionen, wenn man alle Musikclubs, wenn man irgendwie alle einzelnen Künstler unterstützen würde mit so einer Summe, die im Grunde irgendwie immer alles nur natürlich aus eigener Überzeugung machen und nirgendwo gefördert werden, was dann aus so einer Stadt werden könnte. Dann wurde das Gebäude fertig. Ich war die ersten Male drin und ich bin da eigentlich ziemlich gerne. Ich finde es ziemlich toll. Und ich frage mich, was für eine positive Wirkung kann es, kann so ein Saal haben, oder solche Seele für ein Musikleben? Wie sehen Sie das? Ich kenne mich mit Stadtmarketing nicht sonderlich aus. Ich weiß aber, dass da tausende von holländischen Reisebussen davor stehen, vor der Elbphilharmonie. Es scheint ja offensichtlich ein Anziehungspunkt zu sein, nicht? Ich war jetzt mehrfach auch drin und sie sieht sehr, sehr toll aus. Es gibt Probleme mit der Akustik. Das sind Probleme und die sollte man reparieren, möglichst schnell. Ich allerdings, das muss ich einfach sagen und zugeben, ich bin sozialisiert worden, musikalisch sozialisiert worden, für immer und ewig in der Musikhalle und in der Staatsoper. Mhm. Und das ist mein Grundlevel des Hörens und nicht die Elbphilharmonie. Und daran orientiert sich mein Gehirn. Es ist merkwürdig, mir geht es genauso. Ich würde ehrlich gesagt noch die Fabrik dazu nehmen. Die Fabrik war für mich unheimlich wichtig, ne? Aber das ist eine andere Art von musikalischer Sozialisation. Ja, das ist einfach so. Ja. Die nachfolgende Generation wird vielleicht in der Elbphilharmonie sozialisiert. Ne? Aber gestatten Sie mir doch diesen kleinen Nadelstich. Die Elbphilharmonie muss akustisiert werden. Da sind Probleme. Ne? Und da sind Probleme und da muss nachgearbeitet werden. Weiß ich selber, weil ich ein paar Stücke da hatte. Also. Klar, und wenn es mit verstärkter Musik losgeht, wird es ganz schlimm. Mit elektronischen Sachen. Aber wir reden schon fast eine Stunde. Und wir haben noch vor, Ligeti zu hören. Ja, den und alten Meister. Ich glaube, wir können, glaube ich, jetzt hier noch den ganzen Abend weiterreden und irgendwann den Wein holen und noch sehr lange reden. Aber das wollen wir Ihnen nicht zumuten. Hier ist die Akustik schlechter als in der Elbphilharmonie, aber wir haben einen wunderbaren, wunderbaren Pianisten und ich würde sagen, wir räumen das Feld und lassen ihn in die Bühne, oder? Genau, drei Etüden von Ligeti. Dankeschön. Danke.
Thank you.
lieber Hubertus Dreyer, vielen Dank, lieber Jan Bürger, lieber Detlef Glanert. Das war ein sehr schöner und sehr lebendiger Abend. Und Sie haben gesagt, wir könnten alle noch ewig weiterreden oder Sie wollten ewig weiterreden, wir auch. Bleiben Sie doch noch, wir haben ein paar Häppchen vorbereitet, zu denen wir Sie einladen möchten. Dazu können Sie sich ein feines Glas Wein erstehen oder was immer Sie mögen, gleich draußen im Foyer. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis machen. Es gibt, weil wir auch von der Elbphilharmonie gesprochen haben, am 10. Dezember eine deutsche Erstaufführung eines Violinkonzerts von Detlef Glanert hier in Hamburg in der Elbphilharmonie. Ich habe schon Karten und freue mich drauf. Und wie gesagt, hinten beim Büchertisch, wie bitte? Solistin ist Midori und dirigiert wird das von Brett Lappmann. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, den Büchertisch finden Sie hinten und da finden Sie auch noch weitere schöne Dinge. Bleiben Sie doch noch und kommen Sie wieder.